Grande Finale. Hallo, Grande Finale. Ja. In Kindberg, ganz viele Menschen sind da. Und wir sammeln jetzt noch einmal alles zusammen, was wir heute an wunderbaren Gästen in der Sendung gehabt haben. Und wir machen jetzt auch noch Bewegung. Wir wollen ein bisschen was lernen in Sachen Rock'n'Roll-Akrobatik. Also unbedingt. Ich kann das ja gar nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen, da tue ich mir nur weh. Schließe mir an. Wir schauen zu. Ja, genau. Bitte. Formation 88. Unglaublich, unser letzten Schwung. Bitte ein großer Applaus für unsere wunderbare Rock'n'Roll-Formation. Ein Hammer. Jetzt muss ich natürlich schon schnell fragen, ich glaube ja, dass etwas am allerschwierigsten ist, oder? Bei all diesen Bewegungen auch noch lächeln. Ja, natürlich. Vor allem, wenn man dann aus der Puste kommt. Unglaublich, ich bewundere euch. Wie lange braucht man, bis man so eine Formation machen kann? Jahre, oder? Schon einige Jahre, also ich würde sagen 4 bis 5 Jahre schon, dass man auf dem Niveau dann wirklich was präsentieren kann. Und beim Zuschauen ist man schon schwindlig geworden, aber das Vertrauen zwischen euch beiden, ich glaube, das passt, oder? Wenn man sich da wirklich fallen lassen muss. Ja? Das muss passen. Ist schon mal was passiert? Nein. Sicher nicht? Nein. Nein, ich glaube es eh, aber ich denke mir, da muss ja mal was passieren beim Training, oder? Nein. Mal ausrutscht. Er ist ganz brav, er fängt mich immer und sonst steht auch noch ein Trainer neben, meistens, der im Notfall noch fangen kann. Also... wir kriegen das ganz gut hin. Dann braucht man einen kräftigen Partner an seiner Seite, oder? Ja, das ist kein Nachteil. Na, ganz toll, super. Aber ihr seid ja auch schon so toll, ihr seid der Nachwuchs. Du lächelst da immer nur, weil dir die Puste schon ausgeht. Nicht ohne, oder? Wie geht's da? Gut, es war anstrengend, aber es geht. Wie lange machst denn du das schon? Ich tanze 4 Jahre und mit der Hand tanze ich 1 Jahr. Super. Und was ist die Faszination am Rock'n'Roll? Ist es die Musik, die Bewegung? Was magst du am liebsten? Also ich mag die Bewegung eher am liebsten. Ja. Es ist zwar anstrengend, aber lustig. Toll. Super, dann bleibt mal fit und in Form. Ich danke euch, ganz toll habt ihr das gemacht. Danke vielmals. Oliver, bitte.